Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 15.09.2020. Heute bei Apple Keynote. Dazu möchte ich am Schluss noch etwas sagen. Heute war Sonja da. Morgen kommt Corinna. Bis um 16.15 Uhr. Dann bin ich bei Christoph und am Donnerstag kommt wieder Sonja und am Freitag bin ich bei Kerstin und dann kommt wieder Corinna. Wir waren auf einem Café, haben getratscht, Spaß gehabt und Kaffee getrunken und geraucht. Und der Tag war schnell vorüber und es war lustig, auch wenn wir uns manchmal nichts zu sagen haben. Aber heute war ein ganz entspannter Tag und es hat mir sehr gefallen. Und wenn ich regelmäßig Schmerzmittel nehme, dann geht es auch mit meinen Zahnschmerzen, also mit den Schmerzen von den gerissenen Zähnen. Ja, ich habe mit Corinna ausgemacht, dass sie morgen bis 16 Uhr kommt, weil es uns ein Tag fehlt. Sie kommt schon um 11:30 Uhr. Aber ich kann trotzdem ausschlafen bis um 10:30 Uhr. Und dann, ja, ich freue mich auf Corinna, weil sie ist immer recht lustig und so. Auch etwas anstrengend, aber es geht. Es wird bei jedem Mal besser. Und hier geht's auch ganz gut. Und eigentlich ist alles im Moment ganz gut. Heute habe ich das erste Mal kein Effektin genommen und habe es gar nicht so bemerkt. Ich war nicht so müde heute. Das habe ich gemerkt. Ich habe aber auch nicht so gut geschlafen. Leider. Ja. Insgesamt gibt es nicht so viel Neues bei mir. Ich habe mir gerade die Apple Keynote angeschaut. Und ich bin richtig enttäuscht, dass es keine iPhones gab. Die neue Apple Watch kann ja nicht viel mehr als die alte. Sie ist zwar ganz interessant, aber so das Killer-Feature fehlt. Und die neuen iPads, das iPad Air ist jetzt fast besser als das iPad Pro, weil es einen 14er Prozessor hat. Und die gleiche Kamera und den Apple Pencil 2. Und das verstehe ich nicht ganz, dass man das so abgegradet hat und dass der Fingerabdrucksensor wirklich in den Einschaltknopf gekommen ist. Das finde ich irgendwie unsinnig, weil es ist randlos und man hätte Face ID auch reinmachen können. Das ist der einzige Unterschied zu den Pro-Modellen. Dass kein Face ID vorhanden ist. Und das finde ich, sie haben jetzt einen besseren Prozessor als die Pro-Modelle und das finde ich irgendwie unkonsequent durchgesetzt. Und dass es keine iPhones gab, stört mich sehr, weil es jetzt bis September oder November dauert, dass es iPhones gibt. Und sie hätten sie ruhig schon mal vorstellen können, auch wenn es erst im November rauskommt. War ja auch schon mal der Fall. Ich finde, im September gehören die iPhones vorgestellt, weil das immer so war, oder fast immer so war. Bis zum 4S
Das waren noch Sommermonate, Sommervorstellungen, aber ab dann war es immer im September und ich finde es schade. Gerade 2020 hätte damit fortgesetzt werden. Ich kann mir noch immer nicht vorstellen, ob jetzt das iPhone ein 120 Hz-Display kriegt oder Reverse Wireless Charging oder USB-C. Im iPad Air ist jetzt USB-C verbaut. Das finde ich ganz gut. Eigentlich müssten sie jetzt so konsequent sein und das bei den iPhones auch einbauen. Aber das wird man dann erst im Oktober oder November erfahren. Ich möchte mir gerne ein Galaxy Fold kaufen, weil ich denke, dass das 120 Hz-Display im iPhone dieses Jahr nicht kommt. Und beim Fold hat man das zumindest innen. Und das ist einfach das interessantere Konzept. Ich liebe iPhones, aber mich nervt so, dass wir jetzt noch einen Monat oder zwei auf die Vorstellung warten sollen und es so viele Gerüchte um mögliche Hardware-Komponenten und Software-Komponenten gibt. Obwohl ja die Software ab morgen auf 14 rutscht, weil die iPads schon rauskommen am Freitag. Oder nächstes Monat, ich weiß es gar nicht. Ich glaube Freitag. Aber dass halt jetzt keine iPhones vorgestellt wurden und die Software aber schon abgedatet wird, verstehe ich gar nicht. Das iPad gibt es jetzt in Grün und Blau. Dafür stand die blaue Farbe im Apple-Logo beim Invite, bei der Einladung für die Apple Keynote. Und ich habe fest noch mit iPhones gerechnet, aber die Keynote ging gerade mal 1 Stunde und 7 Minuten. Und das ist halt fast gar nichts. Es wurde fast eine halbe Stunde nur über die Apple Watch und Apple Watch SE geredet. Obwohl die gar nicht solche Features haben. Außer das Oxygen messen, also den Blutsauerstoff. Aber ich finde das halt für den Preis zu wenig. Ich weiß nicht, wenn sich der Akku nicht um vieles verbessert, kann man auch das Schlaftracking nicht mehr. Es wurde auch nicht so schnell laden gesagt. Und wenn es nicht schneller lädt, kann man es in der Nacht nicht tragen. Hat somit kein Schlaftracking. Also kann das nicht nutzen und die Informationen über Schlaftracking sind ja nur, wann du eingeschlafen bist und wann du aufwachst. Nichts genaueres zu den Schlafleveln. Und das finde ich ein bisschen gar wenig. Das Blutsauerstoffmessen, das ist ganz interessant, aber das kommt auch später im Jahr und nicht gleich mit Apple Watch. Die Apple Watch ist auf jeden Fall ab Freitag verfügbar. Und es gibt jetzt auch Apple Watches für Jüngere und Ältere, die kein iPhone haben, aber nur mit einem iPhone eines Erwachsenen verwaltet werden können. Eines Familienangehörigen. Und also dafür ist die Apple Watch SE. Aber ich finde es insgesamt ein bisschen wenig und dass die iPhones nicht vorgestellt wurden, schmeckt mir gar nicht.
auch wenn schon damit gerechnet wurde, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und jetzt ist sie gestorben. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, im Oktober schon wieder ein Event zu machen. Nur für die iPhones. Und ich werde mir sicher das Oktober-Event wieder anschauen, aber ich fand das jetzt relativ uninteressant, auch wenn es gut gemacht war. Apple kann das ja. Da fand ich die Entwicklerkonferenz fast noch besser. Die Keynote. Die war auch aufgezeichnet, aber spannend. Aber das nur zu den iPads und zu Apple Watch, was kam, war jetzt irgendwie vergebene Zeit. Und Apple One. Mit den Diensten ab 14 Euro oder ab 15 Euro kommt auch erst später. Also Pech gehabt. Irgendwie kommt alles erst später, außer die Apple Watch. Und ich besitze dabei kein iPhone. Und deswegen kann ich mir die Apple Watch nicht kaufen. Ist irgendwie fragwürdig. Aber naja. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.